Da bei diesen aber wenige oder einzelne Personen untersucht wurden, haben diese eher keine Aussagekraft. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Soja vor allem in normalen Mengen wahrscheinlich keinen signifikanten negativen Einfluss auf die Testosteronproduktion hat. Was sich aber auf jeden Fall sagen lässt, ist, dass Soja eine vollwertige Eiweißquelle ist, sprich es sind alle für den Körper essentiellen Aminosäuren darin enthalten. Zudem verfügt Soja über eine sehr hohe biologische Wertigkeit, sprich der Körper kann es sehr gut verwerten. Außerdem ist es doch so, dass wenn nur ein Tier weniger leiden muss, dass sich der gelegentliche Sojakonsum schon bezahlt macht. Liken, teilen und abonnieren nicht vergessen.